Ja, hallo, liebe Technikfreunde. Heute gibt es einmal ein Video zu diesem ganzen Thema Lithium-Ionen-Akkupacks konfektionieren. Da gibt es ja schon endlich viel im Internet und bei YouTube und ich dachte mir, ich stelle jetzt auch mal eins ein. Es geht primär um die Technik, wie man die Akkus miteinander verbindet, um dort Serien- und Parallelschaltung hinzubekommen für Fahrradakkus im Wesentlichen oder auch Akkus von Akkuschraubern oder Heckenscheren, mittlerweile auch mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Und löten kann man das Ganze natürlich auch, aber Hitze auf den einzelnen Polen ist bei der Batterie nicht ganz so ideal. Und da habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen. Das ist auch eine saubere Methode und sie geht vor allen Dingen wesentlich schneller. Gut, ich zeige euch mal, wie meine Punktschweißstation jetzt aussieht. Hinten sieht man schon, wartet schon der nächste Akku auf die Herstellung. Das ist ein Akku aus einem Trans-X-Antrieb. Das sind die etwas größeren, aber durchaus robusten Fahrradakkus, die so bei MIFA oder Prophet eingebaut werden. Und da kommen dann, je nachdem, wie viel Spannung und Kapazität man erreichen möchte, später durchaus 40 bis 50 Zellen rein. Und das muss man schon vernünftig miteinander verbinden. So, wie sieht das aus? Es gibt ja auch Bauvorschläge im Internet zu den lustigsten Punktschweißgeräten. Da wird mit ausgeschlachteten Mikrowellentrafos gearbeitet oder mit großen HiFi-Kondensatoren in Autos. Das ist alles nicht so wirklich zu empfehlen, war mir irgendwie alles zu groß, zu klobig. Und so habe ich das Ganze mal versucht, ein bisschen smarter und sauberer zu realisieren. Also das ist jetzt zum Beispiel das, was ich im Moment einsetze und plane. Das ist ein Mikroprozessor gesteuertes Schaltgerät als Spannung oder Stromquelle. Besser gesagt, hier fließen ja durchaus 200, 300, 400 Ampere beim Schweißen, dient eine herkömmliche Autobatterie. Und hier ist eine entsprechende Elektronik drauf, mit der man den Schweißpuls einstellen kann. Ja, und diverse anderen Sachen noch, will ich hier gar nicht weiter darauf eingehen. Hier sieht man noch eine Sicherung. Safety first, also alles, was jenseits der 300 Ampere fließt und auch länger fließt, dann geht die Sicherung hier durch und dann passt das. Ich habe hier mal erste Schweißversuche gemacht. So sieht das ja üblicherweise aus, wenn man, das ist jetzt mal so ein herkömmlicher Nickel-Metall-Hybrid-Akku. Hier sieht man auch, das ist so eine Punktschweißung. Das wollte ich halt demnächst auf den klassischen Lithium-Ionen-Zellen hier auch machen. Ich habe schon mal ein paar Versuche gestartet. Hier sieht man hier ganz gut anhand von so einer Unterlegscheibe. Ja, das wollte ich euch jetzt einmal live demonstrieren. Vielleicht halten wir das einfach mal so davor. Werde als erster also das oben wieder in den aus dem Standby-Betrieb rausgehen. Da sieht man so ein paar Anzeigen. Die Batterie hat im Moment 13 Volt. 20 Millisekunden, das ist die Dauer des Schweißpulses. 11 Total Wells heißt also, wie viele Schweißungen ich schon gemacht habe. Also 11, sprich, das sind so die ersten Testschweißungen. Und unten Auto heißt, ich muss jetzt nicht irgendwo separat auf den Auslöser drücken beim Schweißen. Man sieht das häufig auch so mit Fußtaster, sondern in dem Moment, wo die Elektroden beide auf dem Schweißpunkt aufliegen, habe ich im Moment eingestellt, 1,5 Sekunden, dann gibt es den Schweißimpuls. Okay, dann machen wir das nochmal. Ich versuche das mal hier so halbwegs gerade zu halten. Mache einmal ein wenig Platz hier. Und dann gucken wir mal, dass wir das. Upsala, ist das Handy auch weggefallen. So ist das, glaube ich, gut, dass das Blaue da. Okay. So. Gucken wir mal. Na, der kleine
klassische Vorführeffekt. So läuft es halt in der Praxis. So, dann gucken wir mal. So, das war's schon. Jetzt habe ich hier 4 Schweißpunkte gesetzt. Kann ich das mal genauer anschauen. Das ist also eine relativ dicke Unterlegscheibe. Vielleicht braucht man auch gar nicht 20 Millisekunden Schweißpuls, sondern kann nachher bei der Batterie oder bei der Lithiumzelle ein bisschen runtergehen. Vielleicht kann die Kamerafrau das einmal festhalten. Nee, andersrum das Handy festhalten. Ah, der Klassiker. So, jetzt kommt natürlich immer so dieser Reißtest, den man gerne macht. Und idealerweise sollte es nicht einfach abzureißen sein. Und wenn man das Helominband, so heißt das hier, abzieht, dann sollte man das Löcher reinreißen. Das sieht man hier auch sehr gut. Genauso soll es eigentlich sein, ne? Das heißt, der Schweißpunkt selber bleibt an der Scheibe haften. Und den Rest zieht man ab. So ist es eigentlich ideal. Na, und wenn es hier durch die dicke Unterlegscheibe durchschlägt, dann hat man eh was falsch gemacht. Also, sieht sehr gut aus. Es funkt auch nicht. Und das ist mir alles hier. Sieht sehr gut aus. Und ich glaube, da werden wir mal in Serie gehen und die ganzen Aufträge, die hier noch so warten, mal fix erledigen. Also, vielen Dank für eure Geduld hier und viel Spaß.